So, hello, hello. Ja, es gibt wieder ein neues Video. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Marco, komme aus Waldkirch in Baden-Württemberg. Bin kein Schwabe. Nein, wir sind Badener. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ich bekomme oft Kommentare wie, oh, ich höre so gern das Schwäbisch oder so. Dann denke ich, nein, wir sind keine Schwaben. Aber das, ja, ich sag mal, das macht für die einen Unterschied, die Schwaben sind oder die Badener sind. So. Aber ich glaube, für alle anderen drumherum macht es keinen großen Unterschied. Aber wir hören das. Also gibt es einen eindeutigen Unterschied, wenn man sich damit auskennt. Ja, jetzt merke ich gerade, hier ist so leer, gell? Das gefällt mir noch nicht. Wartet mal, ich drehe euch mal so. Ja, ja, so wird was raus. Machen wir das noch weg. So. So, jetzt, wo seid ihr hier? Ich habe ein neues Handy. Deswegen wirkt es auch ein bisschen schief gerade. Nein, es liegt nicht am Handy, aber die Halterung. Naja, irgendwas ist anders. Egal. Ja, falls sich was mit dem Ton verändert, ich hoffe, ich kann das nachher noch reparieren. Aber ich kann da mein Mikro nicht mehr anschließen. Ja. Um wieder zurückzukommen, ich bin der Marco, komme aus Waldkirch. Und ich stricke und häkel ganz gern. Ich stricke lieber, als ich häkel. Ja, ist einmal so dahingestellt. Könnt ihr noch ein bisschen näher kommen? Ja, so langsam habe ich die Einstellung, glaube ich, gefunden. Ich glaube, jetzt stört mich die Lampe da. Dann machen wir die so weg. So schnell geht's, ohne aufzustehen. Ja. Viel passiert. Ist eigentlich nicht. Ich habe zwei Sachen fertig. So gut wie fertig. An dem einen. Nein, es kommt aufs Gleiche raus. An dem einen habe ich nur schon mehr Fäden vernäht als am anderen. Aber das macht ja eigentlich nichts. Soweit sind sie fertig. Eigentlich. Ja, weiterhin habe ich ein Ü-Paket bekommen, kann man sagen, vom Florian. Das habe ich euch das habe ich euch auf Instagram gezeigt. Wenn ihr da auf mein Profil geht, bei den IGTVs, bei den Instagram-TVs, TVs, IGTV, IGTV, keine Ahnung. Also bei den Filmen, die bis zu 10 Minuten oder 12 Minuten oder so gehen. Also ja, ihr kommt auch über den Beitrag hin, einfach draufklicken, angucken. Ich hätte es euch gerne im Video hier eingeblendet, das habe ich dem Florian eigentlich auch so mitgeteilt. Aber ich habe es nicht mehr. Aufgrund von dem Handywechsel hat es mir ein paar Sachen verhauen. Unter anderem sämtliche WhatsApp-Chat-Verläufe. Ja. Ich weiß, man kann die sichern, aber wenn man die Handymarke wechselt, also Betriebssysteme wechselt, dann kann man das nur in eine Richtung mitnehmen, in die andere geht das leider nicht. Deswegen mache ich jetzt etwas Video und Bild los und Chat los. Ja. Aber das interessiert euch jetzt wahrscheinlich weniger. Wir hatten Urlaub, 2 Wochen. Wir waren davon ein paar Tage in Österreich, auch in Bregenzer Wald. Genau. War sehr schön, war sehr sonnig. Die Temperaturen waren eigentlich so wie hier um die 28, 29 Grad. Aber da ging immer ein Wind. Also man hat nie geschwitzt. Man hat sich nicht gefühlt wie bei der Hitze. Und das war ganz angenehm. Cool. Ja, ich habe auch ein bisschen in der Zeit zugelegt. Jetzt nicht Corona-bedingt, tatsächlich nicht. Das war einfach im Urlaub. Vor dem Urlaub haben wir uns Fahrräder angeschafft, neue, und sind dann alle 2 Tage Rad gefahren. Das war dann im Urlaub nicht. Da war dann etwas weniger Bewegung.
Und dementsprechend, aber ich glaube, es geht. Es sind schon wieder 2 Kilo unten. Manchmal 3 habe ich zugenommen. Ja, also ich bin schon fast wieder auf dem letzten Videostand vom Gewicht her, sagen wir so. Ja. Kaffee, kann ich euch mitteilen, habe ich keinen hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber er schmeckt mir nicht mehr. Mir schmeckt kein Kaffee mehr. Keine Ahnung, was kaputt ist. Aber ich krieg's nicht runter. Ich krieg Kaffee nicht mehr runter im Moment. Ich weiß auch nicht, ich habe sämtliche Marken, die wir haben, probiert. Gut, eine geht, also Lavazza ist so im Moment. Die, die ich runterbekomme, aber die andere, ich komme mir vor wie schwanger, wenn man so, kennt ihr das? Also ich weiß jetzt nicht, wie man schwanger ist, aber da heißt immer, dass einem schlecht wird von manchen Sachen. Also geht es mir gerade mit Kaffee. Ich muss das jetzt sein? Hört ihr das? Da schraubt jemand oben an der Heizung rum. Das höre ich jetzt hier bei unserer Heizung. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Habe extra dafür gesorgt. Fenster sind zu, die Hunde sind versorgt. Alles ist ruhig. Und jetzt kommt sowas. Na klasse. Ich sag's euch. Können nur die da oben sein, weil unten ist ein Laden. So. Butter bei den Fischen, dass wir hier noch vorwärts kommen. Das versprochene Webmuster-Video habe ich euch hochgeladen. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. In einfarbig, zwei- und dreifarbig folgt. Das kommt noch. Und über das Eckentuch, falls ihr das noch wisst, das, was aus lauter Quadraten bestand, da muss ich mir Gedanken machen, wie ich das filmen soll. Weil so wie ich es gestrickt habe, also mit den Farbabläufen, wäre es im Video einfach blöd, weil ich müsste euch 20 Mal das Gleiche zeigen. Jetzt denke ich, dass ich es so machen werde, dass ich in Streifen euch das auf einem Video zuschneide, sozusagen. Dann sind es ja Querstreifen, aber ich gebe eine Anleitung dazu, wie ihr das selber farblich variieren könnt. Aber die meisten sollten das auch so hinkriegen. Nur für das Video wäre es ungeschickt, unhandlich. Und ihr wisst ja, ich habe gern kurze, präzise Videos. Zack, zack, zack. Also, ne? Zack, 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 da werden wir mal dahingestellt, aber so kurz wie möglich und einfach wie möglich erklärt. Genau. Dann habe ich. Habe ich euch das gesagt im Video, dass ich. Ja. Der Frickelcast, also die zwei Damen vom Frickelcast, die Steffi und die Jane, haben für die Fricklamentel 2.0 aufgerufen. Das war schon ein bisschen her jetzt. Und ich bin fertig. Aus dem Lookbook Nummer 8 haben wir Modell Nummer 3 gestrickt. Ich habe auch noch kein Bild gepostet irgendwo, ein fertiges, weil ja, ich wurde erst letzte Woche fertig. Also fertig war ich schon länger, vorm Urlaub schon, nur zusammennähen musste ich es noch. Und es gibt eine Errata-Datei dazu, zu den Ärmeln, weil die wohl nicht ganz gepasst haben. Nein, sie haben bei mir auch nicht gepasst, aber ich habe sie nicht nochmal neu gestrickt. Nein, 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 das mache ich nicht. Wäre es jetzt eine komplett andere Form gewesen, dann vielleicht ja. Aber so habe ich mir das gespart. Ich zeige euch das mal kurz. Das sind noch, da seid ihr, sind noch ein paar Fäden übrig, aber ja, das sei jetzt mal so dahingestellt. Das hier, da hängt zum Beispiel so ein kleiner, das sind so Fäden, da muss ich einfach gucken, wo ich die hin mache. Ja. Das war dieses monströse. Also hier fängt es mal an. Dann kommt ein Ärmel. Dann kommt ein Rückenteil. Nochmal ein Ärmel. Und dann kommt hier die zweite Vorderseite. Ich schlüpfe da mal schnell für euch rein. Ich hoffe, dass ihr das ganze Elend da drin nicht seht. Ich habe die mittlere Größe gestrickt.
Weiß jetzt nicht mehr, was für eine Zahl das war. Ob ich jetzt richtig rum bin. Ja. Und so finde ich es eigentlich nicht. Ihr seht, die Schultern sitzen bei mir relativ gut. Die sollten laut Bild eigentlich überschnitten sein. Da sind sie jetzt auch, seit die Ärmel dran sind. Das hängt hier, ein Faden. Hier, so, das verstecken wir mal noch kurz, bevor wir Zeugen haben. So. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie jetzt so nicht viel. Ja, hier, wo ihr mal so Löcher seht, da muss ich die Fäden drin noch vernähen. Da war ein Knäuelwechsel. Ich stelle euch mal ein bisschen zurück. So. Also, es ist ein bisschen kurz hinten. Ja, also, ja, das ist die richtige Seite. Das ist die rechte Seite. Und es ist mir definitiv zu kurz hinten, weil da guckt schon der dicke Popo raus. Und ja, das muss nicht sein. Hier habe ich auch nochmal einen Faden. Ja. Hier sieht man vielleicht, dass ich hinten, wenn ich es so mache, ein paar Falten habe. Das kommt, da seid ihr, das kommt daher, dass da, also ich habe vorne das abgeschlossen, das eine Masche, eine Reihe, oder so, also Reihe für Reihe, aneinander genäht. Und hinten habe ich das überschüssige Material immer mal wieder zusammengefasst. Stört aber nicht, weil, hier sieht man es, da ist jetzt eine Falte. Ja. Ja, ich denke, wenn man da mal drüber bügelt, dann ist es weg. Die Ärmel haben noch Fäden. Haben aber eine schöne Länge. Die passen. Also so passt schon. Ja? Auch vorne finde ich so eigentlich ganz nett. Man könnte das jetzt auch umschlagen. Hier unten zumachen oder so. Ja, würde auch gehen. Aber es hat halt diesen Oversize-Charme. Es hat einen kleinen Kragen. Taschen habe ich keinen. Normal werden hier noch Taschen, so oder so. Das würde mir jetzt aber beim Fall stören. Also wie ihr seht, es gibt jetzt hier so eine schöne Welle. Und wenn jetzt hier die Tasche wäre, dann wäre das so, weiß nicht, anders. Würde mir nicht gefallen. Aber so gefällt es mir ganz gut. So sieht man es auch nochmal von innen. Also hier sind jetzt die linken Reihen innen, die rechten außen. An den Ärmeln ist es andersrum, da ist links außen. Und am Rückenteil ist auch links außen. Ja. Ja, und diese Nähte halt, das ist halt ein Fall für sich. Also ja, das hätte ich anders gemacht. Das sieht jetzt auf dem, im Video aber schlimmer aus. Als es tatsächlich ist. Ja, so geht's. Das ist halt so eine Wulst, aber die strickt man tatsächlich mit. Die gehört so. Und wenn die halt da ist, dann kann ich sie nicht wegzaubern. Ich kann sie ja nicht nach innen nähen, weil dann fehlt wieder Weite. Also, ich glaube jetzt, das war eine 46-48 Größe. Und ich habe Nadelstärke 9 genommen, empfohlen war 10. Würde ich es nochmal machen? Ja, aber anders. Ich würde die Ränder so nicht machen. Gefällt mir nicht, weil hier hat man immer, also man strickt hier schon, aber hier macht man eine linke Masche und die sieht man dann halt. Die macht man aber bei den Ärmeln zum Beispiel nicht. Das heißt, das ist wieder ungleich. Ja, hier oben, das finde ich ganz nett, die Naht. Aber sonst, ja. Also mein Fall ist nicht, ich werde die wahrscheinlich auch abgeben. Müssen wir mal gucken, ob sich da jemand findet, der sie gerne hätte. Werden wir uns da bestimmt auch einig. Bis jetzt wieder alles sitzt hier, gell? Na, ich glaube, so ähnlich war es. Wie dem auch sei. Sie ist fertig. Wie gesagt, ein paar Fäden hier am Ärmel muss ich noch vernähen, aber sonst bin ich fertig.
Das Ganze habe ich gestrickt aus Lana Grossa About Berlin Bulky in Grau. Und das ist so ein, man könnte sagen, ein Textilgarn-Schlauch mit Wattefüllung. Kann man das so sagen? Ja, also ihr seht hier jetzt nicht so viel, aber da ist so ein Watteschläuchlein drin. Ob man das mag, sei mal dahingestellt. Aber es ist schön, es ist schwer. Also ein Knäuel hat 50 Gramm. Und also eine leichte Jacke ist es nicht. Das hier habe ich alles verstrickt. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 800 Gramm habe ich verstrickt. Ja, also es wiegt schon was. Es ist ein gewichtiges Jäckchen. Aber ich finde, die fällt halt schön. Gerade das hier vorne so. Man könnte es auch als Mann tragen, finde ich, wenn es einfach länger wäre. Aber so ist es zu kurz. Leute. Und ich merke tatsächlich, dass ich nicht viel Kleidung stricke. Weil die Anleitung von Lana Grossa, also bei Ärmeln und so, heißt dann immer, jede zweite Reihe da und da abnehmen und dann aber wieder in jeder vierten da zunehmen. Keine Ahnung, schlag mich tot. In verschiedenen Rhythmen macht man da immer was anderes. Und das ist nicht meins. Ich muss mich da echt durchfuchsen und reinwurschteln. Da sind mir RVOs, glaube ich, lieber. Wäre jetzt bei der Jacke schwierig, weil sonst vorne dieser glatte Teil nicht wäre, aber also sie ist schön, wirklich. Man kann die auch wirklich anziehen, ja. Das ist gar nicht das Thema. Nur ich nicht. Da habe ich auch drei Löcher. Da weiß auch keiner, wo sie herkommt. Naja. Ja. Schade. Also ich ärgere mich ein bisschen, weil es einfach Zeit gekostet hat, auch wenn es so dick war, aber es war nicht so schnell fertig, wie ich erhofft habe. Ich habe gedacht, okay, dicke Wolle, dicke Nadeln, das muss ja ruckzuck gehen. Es zieht sich dann doch schon. Also für mich, weil es einfach tatsächlich schwieriger zum Stricken ist, Nadelstärke 9. Also ich glaube jetzt, mein Wohlfühlbereich ist so zwischen 4 und 8, würde ich jetzt mal sagen. Für ein Schal oder was, Tuch, sowas ohne groß viel Form oder so, geht auch größer, aber dann wird es schwierig. Also wie gesagt, hier seht ihr nochmal die Naht, weil die eine Seite hat diesen I-Cord-Rand, die andere Seite hat diesen I-Cord-Rand, ja, jetzt verbindet es mal unauffällig. Es geht nicht. Man bekommt dann so eine dicke Wurstnaht. Ja, und hier unten, da ist eben hinten so ein kleines Pseudobündchen, nenne ich es jetzt mal. Schon mal glatt rechts gestrickt und hier oben mal dann glatt links. Ja. Und ich finde, es sieht mit so dicker Wolle einfach löchrig aus. Es hat keine Löcher, aber es sieht so aus. Naja. Ich bin zufrieden, die Wolle war vor allem schön, schön angenehm. Kuschelig, die ist wirklich weich. Ja, also sehr, sehr weich. Was haben wir denn da? Wartet. 50 Baumwolle und 50 Modal. Ja. 30 Grad waschbar. Ja, also wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, bitte melden, kann auch gerne die Maße durchgeben, Fotos auf Ravelry und Instagram folgen, natürlich. So, weg damit, mir ist zu warm. Wieso ist die Kamera schief? Naja, genau. Weiterhin habe ich, ich habe viele Zuschriften bekommen wegen der dummen Häkelente letztes Mal oder der Gans oder was auch immer das war, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe.
Sie ist noch nicht weiter. Deswegen habe ich sie jetzt nicht dabei. Die ruht in ihrer Kiste. Der ganz Gott hab sie gern. hab sie selig, wie auch immer. Ich bin noch nicht weiter. Ich habe dafür nochmal so einen zweiten Hasen angeschlagen. Obwohl, sagt man beim Häkeln anschlagen? Ich glaube schon. Macht man ja. Hab's jetzt aber nicht hier. Das ist in der Kiste, die mir jetzt gerade nicht in Reichweite, die jetzt gerade nicht erreichbar ist, sagen wir so. Ja. Zeige ich euch aber natürlich dann auch Bilder, wenn es fertig ist. Kommen wir mal auf das Überraschungspaket von Florian. Wenn ihr wissen wollt, was der Florian macht, den findet ihr so nirgends auf Instagram oder so. Also kein YouTube, kein Instagram, nichts, der Florian. Aber im Fruity Knitting Podcast Folge 100 hat er einen Videoeinspieler von sich bekommen und da zeigt er, was er macht. Und er hat so ein kleines Puppenstudio, nenne ich es jetzt mal, gestrickt. Also sehr, sehr dünn gestrickt. Ja, wäre mir natürlich zu klein. Wenn ihr seht, oder wenn ihr das seht, dann wisst ihr, was ich meine. Oh nein. Das wäre mir zu pfitzelig, zu. Nee, da bin ich raus. Wie gesagt, ab Nadelstärke 4 aufwärts, okay. Aber drunter. Nee. Gottes Willen nicht. Da das Video jetzt nicht mehr da ist, was ich gemacht habe, zeige ich euch, also ihr könnt es auf Instagram natürlich angucken, wie gesagt, aber ich zeige euch jetzt nochmal in Kurzfassung, was in dem Paket war. Ausgemacht waren Amigurumi-Hefte. Das sind auch welche da, zeige ich euch gleich. Aber dazu kam ein kleines Paket von Rikurumi. Und wer jetzt richtig kombiniert, ja, das kommt von Rico Design. Und es ist einfach ein kleines Häkelset, das spiegelt, für eine Meerjungfrau. Da soll alles drin sein: Glitzergarn, Schwarz, Grau, drei Pinktöne. Ich habe mir sagen lassen, eine Häkelnadel ist auch dabei. Ich bin gespannt. Die Anleitung ist drin. Mal sehen. Meerjungfrau. Dem war nicht genug, nein. Dann hat er gleich noch ein Meermann reingepackt. So. Ein Meermännchen. In diesen. Ich muss es so machen. In diesen Farben. Jetzt mal im Vergleich. Ja. Und hier nochmal die zwei Bilder zusammen. Also ganz, ganz süß gestaltet. Mit gehäkelter Perücke, Krönchen und Dreizack. Ja, habe ich wieder was zum Knustern. Werde dann auch wahrscheinlich ein Testvideo geben. Wie so die Anleitung war und die Wolle und so. Passend dazu gab es dann noch Sicherheitsaugen und Nasen und nochmal Wackelaugen. Die waren in den Heften dann dabei. Also es gibt auch kleine Näschen. Die sieht man hier jetzt noch ein bisschen schlecht. Ja, ich wollte die jetzt nicht aufmachen, weil mir sonst alles rausfällt. Und dann ganz spannend. Shawlpin. Jetzt, ich sehe es gerade verspiegelt. Deswegen habe ich gerade, was steht da? Shawlpin. Als Hund. Es ist einfach eine Hundetuchnadel. Sie ist übrigens angekommen, Florian. Ja, sie war noch drin. die könnte ich jetzt mal aufmachen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt noch nicht, wie man die benutzt. Okay, das sind zwei Einzelteile. Ja, okay. Also da steckt man das Teil dann durch, das da durch und dann müsste das halten. Das können wir gleich mal testen. So sieht man es besser. Es ist kein Holz, es ist Plastik. Was für Material ist denn das? Doch, oh, Holz. Es ist Holz. Oh mein Gott.
Tatsächlich Holz. Ich finde sie sehr goldig. Ja. Dazu kamen noch natürlich Süßigkeiten, die sind nicht mehr da. Es waren Hundeleckerlis dabei, die sind auch nicht mehr da, die sind auch schon verspeist. Und dann, um was es eigentlich ging, ich dachte, er kommt da jetzt so mit 3, 4 Heften. Ja. Ihr merkt vielleicht, wie ich hier ne, mich bewege und ja, es war einfach ein riesen Stapel Hefte. Dazwischen war noch ein Buch und zu meiner Schande hat er noch was reingelegt. So habe ich doch letztes Jahr Julekulas gestrickt. Tada! Da wurde ich wieder dran erinnert. Ich habe es nicht mal geschafft, in einem Jahr 24 Kugeln zu stricken, geschweige denn 12. Und hier sind auch wieder kleine Anleitungen drin. Ein paar Modelle sind identisch mit dem Buch, sind aber auch ein paar andere. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass die in diesem Sonderheft kleiner sind. Bin ich mir aber nicht sicher. Wartet. Also, nee, nee, kann ja nicht. Nee, geht ja nicht. Wenn es die gleichen wie im Buch sind, zum Teil, dann kann es nicht kleiner sein. Ja, also wie gesagt, hier hinten ist auch nochmal so ein Chart-Heftchen dabei. Finde ich ganz süß, kommt zum Buch dazu. Vielen Dank. Ich gehe ins Eck und schäme mich. Genug. So. Hier, wie gesagt, lauter Amigurumi-Hefte mit Mäusen, mit Taschen, mit Häkeloberteilen. Also es sind nicht nur Amigurumis, da haben sich tatsächlich noch ein paar andere Sachen reingeschlichen. Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil das wird schwer. Aber ihr könnt es euch vorstellen, ne? Und dann hier eben so die klassischen Amigurumi-Sonderhefte. Toys, dann Puppen. Ja, ganz toll. Kommt zu meiner Sammlung. Also nochmal, Florian, vielen lieben Dank für das Paket. Der Postbote hat mir das in den Arm gedrückt und ich habe gedacht, ja, so ein paar, ne? Auf einmal flumm. Und dann hing ich ein Stockwerk tiefer. Ich habe mich riesig gefreut. Genau. Wie geht's weiter? Ich möchte jetzt gar nicht mehr allzu lange palabern, aber kommen wir noch mal zu einem weiteren fertigen Objekt. Ja, das kennt ihr noch nicht, das kann noch keiner kennen, weil das gibt es erst seit knapp einer Woche. Weder das Design, ich denke mal, sofern man davon Design sprechen kann, aber ich habe es ja theoretisch designt. Ich habe eine Anleitung mir kurz aufgeschrieben, habe die ein bisschen ausgefeilt und daraus entstand ein Tuch, also habe ich was designt. So, genau. Das Ganze sieht so aus. Ja, ich sehe jetzt nichts. Wie macht man denn das? So. Genau. Also, hier unten haben wir so eine kleine Alibi-Lace-Kante. Das Tuch besteht aus zwei Mustern. Einmal hier dieses große Perlmuster, das Lochmuster und dann haben wir hier nochmal so eine kleine Wiederholung von dem Teil. Wieso glänze ich denn so? Mein Gott, seht ihr das auch? Ich glänze nicht, ich schwitze nicht. Wieso glänzt es so? Mein Gott. Sieht aus wie so ein Primer im Gesicht. Aber zu viel und die falsche Farbe. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche so einen Schatten hier. So.
Ein Glanzschatten. Hier haben wir die Mittelmasche, schön mit einer Lochreihe. Am Rand haben wir eine Lace-Kante, so, also die gerade Kante oben. Und jetzt haben wir eben hier die Mittelmasche und das Eck. Hier ist das eine Ende, Mittelmasche. Gehen wir mal weiter. Und ta-da-da-da, siehe da, oh mein Gott, noch eine Mittelmasche. Wir haben tatsächlich zwei, ich kann es nicht zeigen, zwei Mittelmaschen. Also ihr seht, hier geht eine Bahn runter, hier geht die andere Bahn runter. Ja. Und dann haben wir hier das andere Ende. Wenn man jetzt die obere Kante so sieht, wirkt die gar nicht so lang. Aber wir haben hier unten am Rand ca. 2,50 Meter Länge. Also das Stück plus das Stück sind so um die 2,50 Meter. Und es hat keine dreieckige Form, sondern so sieht es aus. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ein Dreiviertelkuchen. Ja. Es sind drei Dreiecke im Prinzip. Und man kann das jetzt ganz locker, also als Dame, als Mädel, so um die Schultern schmeißen. Man hat dann hier, hängt es schön nach vorne. Das rutscht nicht. Ja, also ihr könnt hier shaken machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch bewegen. Da rutscht nichts. Hinten hängt es schön glatt, also da hängt auch kein Zipfel hier runter. Ja, ne? So, hier vorne könntet ihr, ja, hier hängen noch die Bändel dran, die übrigen, weil ich zählen wollte, wie viele Knäule und so. Hier könnte man jetzt Knoten locker drauf machen, dann spannt auch nichts. Ihr könnt euch trotzdem hier bewegen, ja? Also wie bei einer Strickjacke, sage ich jetzt mal, oder so, anders wie bei einem Dreieckstuch. Ihr könnt das Ganze, jetzt mache ich euch mal ein bisschen runter, aber auch wie einen Schal rumwickeln. Ja, wenn man das jetzt natürlich ein bisschen sauberer macht, so, dann habt ihr hier wieder einen Schal, der hält gut. Der liegt, ja, also ich kann jetzt hier hüpfen, da passiert nichts, ich kann wieder, ja okay, das geht halt runter mal, aber wenn das richtig hinten ist, dann passiert da auch nichts, da könnt ihr wieder shaken, da geht auch nichts auf, also das ist maximal, dass der halt runterrutscht. Wenn man jetzt aber so eine tolle Tuchnadel hat, jetzt wird's, ne? Wie könnte das jetzt funktionieren? Doch, so. Doch, ich hab's. Machen wir das einfach mal so. Und so. So, dann habt ihr hier, wenn man es richtig macht, ich habe es jetzt falsch rum gemacht, in den kleinen Hund stecken, theoretisch, so, und könnt dann wieder shaken, so, und dann geht es halt maximal so auf. Ja, aber, so, passt es besser. Orange ist übrigens die Trendfarbe diesen Sommer, also ihr habt noch Zeit. Ja, genau, also mal was ganz anderes. Man könnte sich jetzt hier das so richtig hinlegen und hier sogar Ärmel reinnähen. Also hier eine kleine Naht machen, dass man Ärmel hat. Braucht man aber eigentlich nicht. Wie gesagt, es hält auch so. Oder ihr nehmt das und bindet es dann hinten. Auch das wäre möglich. Ja. Namen habe ich noch keinen, weil das kam alles anders als geplant. Ich habe von ursprünglich drei Qualitäten, die ich da reinstricken wollte, nur zwei reingestrickt und auch weniger als erwartet, weil es ist so rasant gewachsen. Ja, also im Prinzip haben wir
ein Dreieckstuch und ein halbes. 1,5. Ein 1,5 Pfünder. Ja. Und ich habe hier, kann man es jetzt vielleicht sehen, warte, das ist die Rückseite, ein Baumwollgarn genommen. Und zwar, ja, 100% Baumwolle, zeige ich euch gleich. Und hier bin ich auf ein anderes Material umgestiegen. Ihr seht doch, das schimmert, das glänzt genauso wie ich. Also es liegt doch nicht an mir. Also, unglaublich. Wie gesagt, hier haben wir dann eine andere Qualität fürs Lochmuster. Und das ist flauschiger. Und ist 65 Baumwolle und 35 Polyamid. Hat auch eine Nadelstärke größer. Braucht auch eine Nadelstärke größer. Und hier unten habe ich dann nochmal einen Knäuel von dem verstrickt. Das hier oben sind drei Knäuele. Und das hier sind drei. Und das ist nochmal eins. Ja. Also es sind 6 Knäuele hier drin. Insgesamt 300, nee, nicht ganz 300 Gramm. Ich habe noch was übrig. Lass es 25 Gramm sein, dann sind es halt 275. Und zwar habe ich für das Perlmuster oben dreimal, nein, viermal dann im Endeffekt die Wool Addict Sunshine benutzt. 100% Baumwolle, 50 Gramm, 95 Meter. Und für die Lochmusterreihe hier habe ich drei Knäuele. Ach, da sind die. Sunshine, 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 so. Ja, für die Lochmuster habe ich die benutzt. Wool Addicts Happiness, 50 Gramm, 135 Meter, drei Knäuele, also zweieinhalb. Weil ich wusste nicht, ob mir das noch reicht für einen kompletten Mustersatz. Und dann wollte ich nicht mittendrin aufhören, denn wie ihr seht, fange ich hier mit einer Reihe von Lochmustern an und höre hier im Prinzip spiegelverkehrt wieder auf. Und das wollte ich mir dann nicht kaputt machen lassen. Jo. Ich finde es schön. Natürlich, die Farbe ist jetzt nicht so meins. aber wir sind voll im Trend. Es ist kühl, also es wärmt jetzt nicht durch die Baumwolle. Guck mal jetzt wieder hier. Naja, genau. Und im Prinzip kann man das vergrößern, verkleinern, wie man möchte. Man kann auch nur ein Dreieck draus machen natürlich. Da habe ich eine schriftliche Anleitung mir selber mitgeschrieben. Da muss ich mal gucken. Das werde ich euch auch abfilmen und auch als schriftliche Anleitung wahrscheinlich rausbringen. Im Video werde ich nur auf das dann eingehen. In der schriftlichen Anleitung, die es dann wieder auf Ravelry gibt, werde ich wahrscheinlich auch einen Hinweis geben, dass man es als Dreieckstuch nur machen kann. Und dementsprechend einfach weiter strickt. Aber auch wieder hier, ihr wisst, ich habe nicht gern Wolle übrig. Wieder ein Tuch ohne Reste, also restlos Tuch. Genau. Zum Stiel, fleißiges Lieschen, strick so viel wie du willst. Umso größer wird's. Die Mustersätze sind variabel, also die zwei Muster kann man so oft wiederholen, wie man möchte. Wenn ich jetzt gern mehr Lochmuster hätte oder hier oben oder Streifen, das geht, ja? Also man kann immer den Teil so groß machen, wie man möchte und den. Und dann wieder was anderes oder auch nicht. Das überlasse ich dann wieder euch. Das ist im Prinzip, oh mein Gott, nur die Grundidee. Ja. Also sehr elastisch auch hier oben beim Abketten auch. Also, ne? Da geht was. Ja. Und da ich in Orange nicht so schön aussehe, weiß ich nicht, wann es da ein Tragefoto gibt. Oder ob ich eine Kollegin von mir nötige, das zu knipsen. Mal gucken, wem Orange so steht. Der muss dann ranhalten. Ja.
Aber es glänzt schön, dieser Teil. Der Teil ist schön flauschig. Also man hat so ein bisschen von beidem was. So ein bisschen was Kuscheliges hier um die Arme und oben dann was Glattes, Schweres, was einfach liegt und hält. Genau. Also mir gefällt's. Könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt. Ja. Das war es dann auch schon von mir. Nach 40 Minuten. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen schneller, aber ich habe mich mal wieder verplappert. Und überhaupt ist die Kamera wieder schief. Ja. Also in dem Sinne, würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Früher oder später natürlich. Wenn ihr mir folgen wollt auf Instagram, Facebook, könnt ihr einfach nach Nitikus suchen. Auf YouTube habt ihr mich ja schon gefunden, dann müsst ihr einfach hier unten abonnieren. Würde mich freuen über ein Abo. Wir wachsen stetig weiter. Die kleine Knittikus-Familie. Wir sind jetzt schon bei 6.733. Sind's? Also 6.000 auf jeden Fall. 700 weiß ich nicht, aber ich glaube 33 waren es hinten, als ich vorgestern mal geguckt habe. Sensationell, das ist unglaublich. Ja, vielen Dank an euch fürs Zugucken. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.